Also ich muss sagen, früher in der Regionalliga habe ich eigentlich eher 6-8er gespielt. Aber habe immer den Drang gehabt, offensiv Akzente zu setzen, habe einen sehr guten Schuss, kann auch den letzten Pass spielen. Und ja, Zehner ist eigentlich die beste Position für mich. Ich kann auch hängende Spitze spielen, Stürmer habe ich ein paar Mal im Pressbaum gespielt, ist aber jetzt nicht so meins. Unser ganz klares Ziel ist einmal der Meister. Das glaube ich, brauchen wir auch nicht verheimlichen. Wir wollen unbedingt Meister werden, wir setzen alles daran, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen haben wir jetzt auch eine sehr starke Mannschaft zusammen. Ja, persönliche Ziele habe ich jetzt eigentlich keine unbedingt. Ich will möglichst unseren guten Stürmer in Szene setzen, dass der möglichst viele Tore macht, vielleicht auch selber ein paar schießen und ja. Ich war ja bei Rapid in der Jugend und dann Regionalliga, also ich bin schon Höheres gewohnt, sage ich mal. Aber bei mir ist der Zeitpunkt dann gekommen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich den Spaß ein bisschen verloren am Fußball und durch die langen Fahrten und dann habe ich den Schritt nach Pressbaum gewagt auch. Da war viel Überlegungszeit auch dabei und ja, also ich vermisse das jetzt nicht unbedingt. In Eichkram ist jetzt nochmal eine Klasse höher als in Pressbaum, sage ich. Und alles gut. Ich habe einen sehr guten Eindruck vom Trainer. Er wirkt sehr kompetent auf mich. Er hat eine klare Spielidee, die er verfolgen will. Er will hoch anpressen, er will die dominante Mannschaft sein. Was, glaube ich, mir auch sehr entgegenkommt. Und ja, einen sehr guten Eindruck bis jetzt.